Okay, Leute, wieder da bei der Fall John Yesterday. Ja, beim letzten Part war ich jedenfalls komplett sprachlos, planlos, verwirrt. Falls ihr es auch wart, finden wir hoffentlich jetzt in diesem Part ein paar Antworten und wir klicken einfach mal wieder alles durch. Wie geht es deiner Mutter? Hat sich ein bisschen erkältet. Scheint eine liebe Frau zu sein. Sie erzählt mir von meinem Leben, aber ich kann mich einfach an nichts davon erinnern. An absolut gar nichts. Grüße sie von mir und erlaube mir, etwas über dich zu erfahren. Was hat sie dir erzählt? Du hast früher nie von dir gesprochen. Was hat dir deine Mutter über deine Kindheit erzählt? Alles. Einzelkind, schüchtern, gehorsam, guter Sportler. Wenn ich mich nur an etwas davon erinnern könnte. Was ist denn da los? Der Henry Wright, der ist wirklich irre. Aber das muss er ja jetzt schon ein paar Jahre jetzt wegliegen. Oder heißt der Vater vielleicht auch Henry Wright? Also Was Henry? weißt du über deine Jugend? Ich war mit Lernen beschäftigt. Bin wohl ziemlich klug. Ich habe einen Master in Religionsgeschichte von meiner Mutter, einer weltweit angesehenen Spezialistin für satanische Sekten. Das Blöde ist, dass ich mich an nichts davon erinnern kann, was ich in den ganzen Jahren an der Uni gelernt habe. Nur an das, was in den Büchern stand, die du mir ins Krankenhaus geschickt hast. Und was meine Mutter mir erzählt hat. Okay, Privatleben, was haben wir Wie sieht da? es mit deinem Liebesleben aus? Meine Mutter sagt, dass ich vor langer Zeit eine Freundin hatte, eine gewisse Suzanne. Jetzt bin ich solo, wie es scheint. Ja, Henry, du hast keine Chance, wir sind nicht schwul. Was hat sie dir über deine Vorlieben erzählt? Tja, das ist seltsam. Sie sagte mir, dass ich keine Trauben mochte, aber neulich habe ich welche probiert und sie waren köstlich. Interessant. Inwiefern werden unsere Vorlieben von unseren Erinnerungen geprägt? Also ich mag sie jedenfalls. Okay, wieder zurück. Was haben wir noch? Lief Krankenhaus. alles glatt im Krankenhaus? Klar. Danke, dass du dich um die Rechnung gekümmert hast. Nicht mein Verdienst, sondern der meines Geldes. Manchmal hat es keine Lust, auf der Bank zu versauern. Hat er es? Warte mal. Wenn das, sagen wir mal, der richtige Henry Wright ist. Und Choke, der dieses Brandzeichen hat. Und komplett Balla-Balla war im Kopf. Vielleicht hat Henry Wright es irgendwie geschafft, Choke, also John Yesterday, zu verjüngen und seine Erinnerungen zu lösen. Ich habe keinen Plan, das ist einfach. Wow! Das ist einfach spielen, Leute, einfach Sag mal, spielen. John, kannst du dich von dir aus an etwas aus deiner Vergangenheit erinnern? Nein, naja, manchmal habe ich kurze, zusammenhanglose Flashbacks, Bilder, Geräusche. Es ist dreimal passiert. Während eines Films, beim Betrachten meiner Hand und als ich einen blauen Vogel sah. Sonderbar, nicht? Erzähl mir mehr. Okay, Film. An was hast du dich beim Anschauen des Films erinnert? Er spielte in Paris. Plötzlich sah ich weiß nicht, eine Art Antiquitätenhändlerin, eine junge Frau. Objektiv betrachtet war die Antiquitätenhändlerin doch recht hübsch. Also für ein Computerspiel. Entschuldigung. Was kam dir in den Sinn, als du deine Hand betrachtet hast? Nun, im Grunde Genau war das es die Zeichen. Narbe auf meiner Hand. Ich hatte das Bild eines seltsamen Mannes vor Augen, eine Art Priester in einer Kirche. Er sprach davon, jemanden umzubringen, mich. Ich Was möchte mehr geschah, wissen. als du diesen blauen Vogel gesehen hast? Er setzte sich aufs Fensterbrett im Krankenhaus. Plötzlich sah ich mich mit Bart und langem Haar. Im Schneesturm. Ach, um Gottes Willen, John. Ich habe dir nicht mal einen Stuhl angeboten. Das ist faszinierend. Das ist packend, spannend Ich bedauere und sehr, was mysteriös. passiert ist, John. Wirklich. Irgendwie denke ich immer, dass das alles meine Schuld ist. Aber nein. Ich bin gekommen, um mich bei dir zu bedanken. Und um Antworten zu erhalten, nehme ich an. Was willst du wissen? Doch, das ist, glaube ich, der richtige Henry White, weil so von den Gesichtszügen her und so von den Augen. Machen wir gleich mal. Ich soll mich dir anschließen? Absolut, John. Vor deinem Selbstmordversuch hast du auch für mich gearbeitet. Du hattest dich aber zu sehr in die Nachforschung vertieft und das Ziel aus den Augen verloren. Laurie hat den Vertrag. Bitte sie beim Rausgehen darum, wenn du magst. Okay, Satanismus. Wieso Es hast du kommt. diese Bücher über satanische Sekten ins Krankenhaus geschickt?
um deiner Mutter zu helfen, dein Gedächtnis aufzufrischen und wegen einer Sache, die uns damals beschäftigte und immer noch aktuell ist. Erstmal Identität. Ich möchte wissen, wer ich bin. Ich bin nicht Gott, John. Wenn du dieses Mysterium ergründen willst, geh in eine Kirche und bete. Ich kann nur weltliche Zweifel ausräumen. Erstmal Nachforschung, also das ist ja eh das Letzte. Worin bestanden meine Nachforschungen? Ich hatte dich engagiert, um Informationen über den Orden des Fleisches zu sammeln. Eine satanische Sekte aus dem 15. Jahrhundert. Ich hoffte, das würde uns helfen, einen Killer zu fangen, der heute sein Unwesen treibt. Meine eigenen Nachforschungen waren ins Stocken geraten. Okay. Was hattest du herausgefunden, bevor du mich engagiert hast? Dass der Orden des Fleisches 1463 von einem ehemaligen Priester namens Ginés de Ordonia gegründet wurde. Mhm. Was ist der Orden des Fleisches? Wir wissen nur wenig darüber. Sie beteten den Teufel an, betrieben Alchemie und Folter und suchten Gott weiß was, bis die Inquisition anfing, sie zu verfolgen. Geht noch weiter. Konnte die Inquisition dem Orden des Fleisches ein Ende machen? 1498 wurden sie vom obersten Inquisitor Kardinal Cisneros in die Enge getrieben und verschwanden von der Bildfläche. Sie waren einfach weg. Niemand weiß wie oder wohin. Also ich freue mich schon, wenn das wirklich ein ganz großes Bild ergibt. Was habe ich herausgefunden? Du hast deine Nachforschungen in den Archiven der Universität von Salamanca begonnen. Und etwas Merkwürdiges entdeckt. Ein Schreiben des Kommandanten Miguel de Somasierra an Kardinal Cisneros, das vom 31. August 1501 datierte. Was stand in diesem Brief? Er schrieb, seine Einheit habe am Morgen den Tempel aufgesucht, von dem sie annahm, dass sich der Orden darin versammeln würde. Haben sie dort bei einem dämonischen Ritual überrascht und alle Ordensmitglieder gnadenlos niedergemetzelt. Wow. Schließlich den Tempel angezündet. Es blieben nur Trümmer und die zur Asche verbrannten Kadaver der Satansanhänger. Okay, das ist krass. Das ist, na okay, Templer halt, ja. Im Brief sonst nichts zu lesen? Doch. Der Kommandant rühmte sich der Spur, die sie zum Tempel geführt hatte. Wortwörtlich sagte er, ich erkannte den Zusammenhang zwischen dem Orden und der heiligen Kathedrale unserer lieben Frau von Paris. Woraufhin wir die Verkommenheit einer scheinbar heiligen Kirche aufdeckten. Aber jetzt mit Paris könnte sich ja quasi eventuell so ein bisschen decken mit der Antiquitätenhändlerin. Ein Zusammenhang zwischen Notre Dame und dem Orden? Dies war der nächste und letzte Schritt deiner Nachforschung. Paris. Was entdeckte ich in Paris? Das weiß ich nicht. Du warst 5 Tage lang verschwunden. Als du mich schließlich anriefst, hattest du dich sehr verändert. Du sagtest, du hättest etwas sehr Wichtiges entdeckt. Dass du mir nicht übers Telefon mitteilen konntest. Also reiste ich nach Paris. Warum habe ich dir nichts von meiner Entdeckung erzählt? Als ich in deinem Hotel ankam, hattest du bereits versucht, dich umzubringen. Was? Du hattest Quecksilber getrunken. Außerdem hattest du dir die Hand aufgeschnitten und das Symbol des Ordens in die Haut geritzt. Es ähnelte einem Y. Woher weiß man, dass es ein Selbstmordversuch war? Du hast eine Nachricht hinterlassen. Vergib mir, Henry. Um dieser Sache auf den Grund zu gehen, muss ich erst dem Tod begegnen. Wie krass ist das? Ich möchte jetzt sofort wissen, was da los ist. Lass uns über diesen Killer reden. Es ist ja Wahnsinn. Er ist seit Jahren Obdachlose. Anfangs zündete er sie nur an. Aber dann entwickelte er eine neue Methode. Okay, was war die? Inwiefern veränderte sich die Vorgehensweise des Killers? Er zündete seine Opfer nicht mehr an, sondern folterte sie mit satanischen Ritualen. Die Presse nennt ihn den Inquisitor. Was brachte dich dazu, das mit der Sekte in Zusammenhang zu setzen? Irgendwann begann er, mit einem Messer eine Art Y in die Körper seiner Opfer zu ritzen. Das Symbol des Ordens des Fleisches. Okay. Wieso ist es dir so wichtig, ihn zu fangen? Ich war eine Zeit lang freiwilliger Mitarbeiter in einer NGO namens Die Kinder des Don Quixote. Erinnerst du dich? Sie setzt sich für Obdachlose ein. Irgendwann hörte ich auf, für sie zu arbeiten. Da es etwas gab, was ihnen mehr helfen konnte als ich. Mein Geld. Seit meine Eltern tot sind und ich die Firma geerbt habe, komme ich für jeden von ihnen und für all ihre Ausgaben auf. Ich lasse nicht zu, dass ihnen jemand weiter Schaden zufügt, John. Und du wirst mir dabei helfen. Wow. Okay, jetzt wieso ich das Letzte, was wir haben? Wieso hast du mich engagiert? Ich hatte zuvor deine Mutter engagiert, John. Aber sie steckte irgendwann in einer Sackgasse. Sie wusste nicht weiter. Sie sagte, wenn jemand mehr herausfinden könnte, dann du. So, jetzt weißt du alles darüber, John. Sprich mit Laurie. Sie soll dir die Tickets geben. Was für Tickets?
Oh, du weißt von nichts? Du reist heute Abend nach Paris? Das geht doch in Ordnung, oder? Klar, Henry. Ich muss wissen, wer ich bin. Ja, ich sehr gut, John. Will vor allem Dein wissen. Dein Vater würde stolz auf dich sein. Ist der Vater vielleicht Choke? Könnte natürlich auch sein. Er ist reingegangen. Oh mein Gott, ich will es einfach nur wissen. Einfach nur wissen. Erinnert die Suite sich schon an irgendetwas, Mr. Yesterday? Nein, gar nicht. Schade. Naja, rufen Sie, wenn Sie irgendwelche Wünsche haben. Essen, ein Taxi, ein bisschen Ablenkung, Sie wissen schon. Blondinen, Brünette, glatzköpfige, schwarzhaarige, weißhaarige, junge, alte, dicke, dünne, unberührte, abgetatschte, ledige, verheiratete, natürlich. Oh mein Gott. Brave, versaute. 10% Rabatt, wenn ich zusehen darf. Was? Alles klar? Danke, Albert. Ich denk drüber nach. Mein Gott, was für ein Wüstling. Während du es dir bequem machst, merkst du, dass irgendetwas an diesem Zimmer seltsam ist. Du weißt nicht wieso, aber du hast ein komisches Gefühl. Es ist vielleicht dasselbe Zimmer. Also, ja, ist ja dasselbe Zimmer. Aber trotzdem, ey, wow. Mehr kann man dazu nicht sagen. Also, ich bin echt geflasht von dem Spiel schon. Und vorneweg, wenn sich die Stimme so doppelt anhört, da, ich höre das auch. Also es liegt jetzt nicht an der Aufnahmeweise, sondern das muss wohl so sein, weil ich habe ja nicht wirklich Optionen, was einzustellen. Also kann ich dafür leider nicht. Was haben wir alles? Sehr viel. Okay, gucken wir uns die Bilder mal an. Die Hand von Jean Rogue. Hallo, die Hand. Du hebst das Bild an, um zu sehen, ob sich dahinter etwas befindet. Und tatsächlich, da ist eine Wand. Nein! Was haben wir da? Wow, der Schatten oder was? Eine Originalskizze von Albin Grau für den Film Nosferatu, der Vampir aus dem Jahre 1922. Du hebst das Bild an. Ist auch eine Wand. Was haben wir hier? Werwolf? Ein Werwolf, der den Mond anheult. Du hebst das. Auch nur eine Wand. Diese Stille. Machen wir weg. Du tippst eine der Kugeln an und... Klack. Oh, sieht man sogar. Ist das nicht süß? Okay, jetzt haben wir hier den Koffer. Mach den Koffer mal auf. Du bist viel zu neugierig, ob das Zimmer Erinnerungen in dir hervorruft. Oh. Als dass du auch nur einen Gedanken an den Inhalt des Koffers verschwendest. Ist ja schon gut. Die Bilder hier waren noch. Gott. Als du die Bilder aus der Nähe betrachtest, meinst du den Geruch von Quecksilber wahrzunehmen und erinnerst dich, das war kein Selbstmordversuch. Okay. Du schaust hinter allen drei Bildern nach, findest aber nichts. Das wissen wir schon mal mehr. Ein Buch und ein Füller. Eine kleine Aufmerksamkeit des Hotels. Nehmen wir mit. Du dankst dem Hotel Doré für dieses nette Geschenk. Können wir uns schon mal Notizen machen. Was haben wir hier noch? Beim Betrachten des Bildes erinnerst du dich an etwas. Safe? Mit nichts. Ihr Geheimnis ist bei mir sicher, Mr. Mr. Yesterday. Solange ich nicht die beiden Codewörter höre, bewahre ich es vor allem und jedem, sogar vor Ihnen selbst. Okay. Das Bild öffnet sich wie eine Tür und... Codewörter... Haben wir noch nichts? Was haben wir denn ein das? Brieföffner. Ach so, ein Brieföffner ist du das. Nimmst den Brieföffner, der so stumpf ist, dass er sich eher zum Briefe aufreißen eignet. Telefon. Du schaust unter dem Telefon nach einem Hinweis oder irgendetwas Ungewöhnlichem. Nichts. Mhm. Deine Mutter. Hallo, mein Sohn. Bist du gut angekommen? Hast du schon gegessen? Wie war der Flug? Erinnerst du dich an etwas? Passwort. Bei meinem letzten Aufenthalt habe ich etwas in Verwahrung gegeben und ich weiß das Passwort nicht mehr. Irgendeine Idee? Ich weiß nicht, mein Sohn. Frank, wegen deines Vaters? Elaine, wegen mir? Suzanne, wegen deiner Freundin von damals? Oder vielleicht etwas im Zusammenhang mit dem Satanismus? Keine Ahnung. Blöd. Die Reise war etwas unbequem. Mr. White hatte mir die gesamte erste Klasse reserviert. Und zwei Stewardessen damit beauftragt, die ganze Zeit auf mich aufzupassen. Keine Chance, in Ruhe zu lesen. Weißt du was?
Im Flugzeug haben sie mir als Nachtisch Trauben angeboten. Und? Ich habe sie probiert, Mutter. Sie waren köstlich. Wie eigenartig. Als Kind hast du sie mir immer ins Gesicht gespuckt. Aber es freut mich, dass sie dir nun schmecken, mein Sohn. Du hast immer viel zu wenig Obst gegessen. Erinnerungen. Das ist seltsam, Mutter. Du hältst inne. Sie ist deine Mutter. Was bringt es, sie zu beunruhigen? Ist doch egal. Ich hatte keinerlei Erinnerungsschübe mehr, seit ich Mr. White kennengelernt habe. Ach, das ist doch trotzdem... Mann! Mutter, ich glaube, ich habe gar nicht versucht, mich umzubringen. Was sagst du da, mein Sohn? Du überdenkst es nochmal. Du kannst deiner Mutter nicht erzählen, dass man versucht hat, dich zu töten. Na klar. Vielleicht war es ein Versehen. Wenn mir nun ein Thermometer kaputt ging, das Quecksilber in einem Glas landete und ich versehentlich daraus getrunken habe. Ach, John, es ist nicht nötig, dass du mich beruhigst. Ich weiß, dass diesmal alles gut geht. Ich glaube an dich. Du bist klug und stark. Okay, das war's. Wen können wir noch anrufen? Mr. White? John, wie geht es dir? Gut, Mr. White. Henry. Für dich einfach Henry. Ja, Henry. Entschuldige. Okay, Hotel. Das Hotel ist totschick, Henry. Danke. Totschick? Du wirst dich nie ändern, John. Genau dasselbe hast du mir schon das letzte Mal gesagt. Totschick. Passt ja. Der Rezeptionist ist ein bisschen seltsam, nicht? Ich erinnere mich nicht an ihn. Ich lasse ihn feuern, okay? Nein, nein, tu das nicht. Ist nicht weiter schlimm. Auch gut. Leben und leben lassen. Ich feuere den einfach, Alter. Henry, was bist du für ein Typ? In New York hast du meinen Vater erwähnt. Kanntest du ihn? Entschuldige, John. Was bringst du mir da, Cooper? Eine bewusstlose 50-Jährige. Besoffen. Unversehrt? Fast. Bring sie in den Generatorraum. Ich will sie wach und nüchtern. Gib mir Bescheid. Entschuldige, John. Wo waren wir? Ach ja, Demenz kann sehr lästig sein. Aber lass uns über was anderes reden, okay? Der gehört zur Sekte. Definitiv gehört Henry zur Sekte. Der hatte schon so was Irres in den Augen. Ich erinnere mich an gewisse Dinge, Henry. Glückwunsch. Ich wusste, dass es dir helfen würde. Ich wusste es einfach. Ich wollte nicht Selbstmord begehen, Henry. Jemand hat mir Quecksilber eingeflößt. Was sagst du da? Ich schicke dir einen Leibwächter. Ich rufe Laurie an. Sie hat sicher jemanden in Paris. Und du setzt keinen Fuß vor das Hotel. Jemand hat es auf dich abgesehen. Du. Wetten? Du. Bei meinem letzten Aufenthalt hier habe ich etwas versteckt. Interessant. Was mag das sein? Sag Bescheid, wenn du es gefunden hast. Und denk daran, dass jede Information, so unbedeutend sie auch erscheinen mag, uns helfen kann, Leben zu retten. Ist klar, Kumpel. Jetzt habe ich dir was... Entschuldigung. Husten. Als ob ich dir was verraten würde, du Arsch. Selbstmord. Was weißt du über meinen Selbstmordversuch? Nichts. Nun ja, dass Monsieur White sie fand und in einer Art privatem Krankenwagen ins Krankenhaus brachte. Ist klar. Er sorgte dafür, dass niemand was merkte. Wir haben hier nichts übrig für Skandale. Okay. Habe ich irgendwelche Besucher empfangen? Nicht einen, Monsieur Yesterday. Leider haben sie sich wie ein Langweiler aufgeführt und das, obwohl ich den Preis für meine besten Mädchen um 20% gesenkt habe. Haben sie sich umentschlossen? Nein. Nein. Danke. 25%. 30. Es ist ein ekelhafter Mensch. Letzten Aufenthalt in diesem Zimmer. Nur Monsieur White, die Putzfrau, Mathieu vom Wartungsdienst und ich selbst. Aber kein einziger Gast. Okay, Putzfrau. Jemand muss das Zimmer sauber machen, selbst wenn keine Gäste da sind, Monsieur. Apropos, weil Sie an ihr interessiert sind, bleiben Sie morgen einfach im Zimmer, wenn sie zum Putzen kommt. Sie ist neu und hat noch Fantasie. Was ist denn das für ein perverses Hotel? Mit dem Staubwedel gibt's beim ersten Besuch gratis. Ich war nur drin, um auf der Terrasse eklig. Ein kleines Willkommensgeschenk zu hinterlassen, Monsieur. Drum ich schissen. Die Frau bemerkte, dass die Lüftung im Badezimmer nicht mehr funktionierte. Also hat sie nach Mathieu geschickt, damit er sie repariert. Monsieur White kam ins Hotel, weil sie ihn angerufen hatten. Er ging hinauf zu ihrem Zimmer, wo er sie dann halbtot vorfand. Okay, zurück. Das war's. Okay. Oh, mit
dieser Husten. Aber ich muss sagen, das ist einfach nur grandios, faszinierend und vor allem geil inszeniert. Und ich, oh, eigentlich möchte ich am liebsten komplett am Stück dieses Spiel durchspielen. Das ist der Hammer. Ich find's grandios. Aber ich kann es einfach nicht sofort durchspielen. Es geht einfach nicht, denn Part ist auch wieder vorbei. Und ich muss Feierabend machen. Und ich hoffe, ihr schaltet demnächst wieder ein. In 2 Tagen dann wieder. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich wieder, wie gesagt. Und vielleicht rätselt ihr ja mit. Und vielleicht könnt ihr auch schon... Also keine Tipps geben, nicht spoilern oder sowas. Aber vielleicht habt ihr auch eine krasse Vermutung. Vielleicht. Wenn ja, könnt ihr es ja gerne in den Kommentaren posten. Wenn nicht, dann lasst ihr es einfach sein. Aber auf jeden Fall hoffe ich, dass ich, wie gesagt, euch wiedersehe beim nächsten Mal. Haut rein!